Guten Morgen, ich bin und willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Heute wieder mit einem Brand, naja gut, halb neuen Fahrzeug, sagen wir mal, nämlich den Lotus 340R. Und bevor wir allerdings mit diesem Wagen hier einsteigen, möchte ich euch erstmal ein frohes neues Jahr 2024 wünschen. Soweit ich mich erinnere, in meinem Uploadplan dürfte das Video hier am 1. Januar erscheinen. Deswegen, wie gesagt, ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen. Und ja, ich hoffe, dass wir gemeinsam ein schönes Jahr zusammen verbringen werden und ja, uns viele Fahrzeuge anschauen werden, viele neue Projekte hoffentlich auch im Laufe des Jahres gemeinsam bestreiten werden. Heute, wie gesagt, geht es um den Lotus 340R. Der ist erhältlich aktuell in Serie 28 in der letzten Winterwoche. Wenn ihr da 20 Punkte erreicht, könnt ihr ihn euch in die Garage stellen. Er kam in Horizon 3 damals als Franchise, in Horizon 4 war er dann von Anfang an drin und in Horizon 5 jetzt eben kam er nachträglich rein und ich bin ehrlich, für mich persönlich eines der hässlichsten Fahrzeuge aller Zeiten. Also, ja, das ist schon ein absolutes Highlight auf jeden Fall. Das Feuerwerk, by the way, ist nicht bei mir draußen gerade, das ist in-game, finde ich auch interessant. Also optisch muss ich sagen, ist das hier von vorne bis hinten wortwörtlich eine Totalkatastrophe. Gefällt mir persönlich absolut gar nicht. Also, I don't know, was Lotus sich dabei gedacht hat. Wobei, der Wagen soll ja eher performen können und nicht unbedingt auf der Strecke, nicht unbedingt im Straßenverkehr eine Schönheit sein, deswegen, vielleicht haben sie da was richtig gemacht. Hier haben wir jetzt einen Zweisitzer, im Gegensatz zum 211, den ich letztes Mal ja fälschlicherweise so bezeichnet hatte, das Interieur dann genauso hässlich wie außen. Ja, gut. Es kommt auf die Performance an, ich würde sagen, wir starten ihn mal. Okay, ich muss sagen, die Armaturen sind geil. Das ist, also, ich muss jetzt ehrlich sagen, das Blau, was wir im Interieur haben, das gefällt mir überhaupt nicht. Das passt absolut nicht zu einem anderen, aber dass sie das jetzt kombiniert haben mit den Armaturen, dass das von außen nochmal blau reinscheint und auch wir hier die LEDs in blau haben, die leuchten, das ist sehr geil gemacht. Also da haben sie sich auf jeden Fall Gedanken gemacht im Design, immerhin eine Sache mal. Und ja, dementsprechend, das kann man machen auf jeden Fall. Sound auch nicht schlecht, wir fahren ein paar Meter mit diesem Wägelchen und ja, ich werde euch, wie gesagt, dann auch ein bisschen was hier zu diesem Lotus erzählen. Erstmal, der ein oder andere wird diesen Wagen vielleicht wieder erkennen aus Forza Horizon 4, da er dort eine Rolle gespielt hat in einem unserer Formate, nämlich Mario Kart, was wir damals ja in Forza quasi gespielt hatten, wo wir diesen Wagen hier als Kart wirklich aktiv verwendet hatten. Das war sehr cool auf jeden Fall. Und das war eben dieser hier. Ich hatte damals ja ein Rosalina-Design für den Wagen. Und ja, deswegen ist es schon ein bisschen auch ein kleines Stück Nostalgie. Die Folgen sind ja lange her, ich glaube 4 Jahre mittlerweile. Dürfte die letzte Folge her gewesen sein. Das war ja auch nicht unser Format. Die Strecken wurden ja von wem anders gebaut. Ich glaube, Johnson hieß er, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber sicher bin ich mir da nicht. Ja, aber deswegen ein Wagen, den ich persönlich auf jeden Fall schon kenne durch ein Format in Forza Horizon 4, wo man ihn jetzt öfter mal ausgefahren ist. Auf jeden Fall jetzt erstmal Lotus 340R aus dem Jahrgang 2000, mein Geburtsjahr an der Stelle. Der Name kommt von der Stückzahl, 340 Stück wurden nämlich davon gebaut, ich habe 3 davon. Und der Daube steckt ein 1,8 Liter rein 4-Zylinder Saugmotor, welcher 179 PS sowie 172 Newtonmeter Drehmoment Ausspruch. Das Ganze ist nicht viel Leistung, muss man sagen. Also wir haben heute teilweise Kleinwagen, die mehr Leistung generieren, aber das Ganze dann auch auf ein Leergewicht von gerade mal knapp über 600 Kilogramm. Und das ist schon eine Gewalt, muss man da ehrlicherweise sagen. Also das ist richtig, richtig krass, definitiv. Von 0 auf 100 geht er damit in 4,5 Sekunden ungefähr. Die Topspeed liegt bei 209 km/h, also da schwindet die Performance oben raus auf jeden Fall doch ein bisschen sehr. Wir haben ein 5-Gang Schaltgetriebe und ja, Lotus-typisch ist das hier ein wahnsinnig extremer Leichtbau. Wir haben keine Türen, wir haben kein Dach, wir haben keine Klimaanlage, dass wir ein Lenkrad haben, ist schon wunderehrlicherweise. Also ja, wie gesagt, das ist einfach dieses klassische Motto,
von Lotus eben Simplify, then add Lightness. Also vereinfachen und das Ding dann leichter machen, wenn man es jetzt, wenn man das Ganze runterbrechen möchte. Und dieser Lotus hier springt halt noch genau in diese Philosophie, in diese Urphilosophie der Marke auf jeden Fall rein. Den Motor kann man noch mal kurz ansprechen. Wie gesagt, 1,8 Liter rein Vierzylinder. Der ist nicht eigenentwickelt von Lotus. Das hier ist ein Motor, der mit dem MG Rover geteilt ist. Also ja, jetzt auch nicht unbedingt eine High-Performance-Maschine. Aber ja, wie gesagt, man braucht bei dem Gewicht auch nicht viel Leistung. Also, das habe ich ja schon beim 211 gesagt. Und das ist eine Sache, die Lotus eigentlich schon immer drauf hatte. Diese gute Balance zwischen Leistung und Grip eben, dass es trotzdem noch ein Grip-Monster ist. Er trotzdem noch gar nicht so schlecht nach vorne marschiert, aber halt auch nicht zu viel Power hat. Was andere Marken in diesem Bereich halt, ja, muss man ehrlicherweise sagen, nicht so wirklich schafft oder nur bedingt, je nachdem, von welcher Marke man spricht. Also, da macht Lotus auf jeden Fall meistens tatsächlich viel richtig. So, wir haben zwar ein 5-Gang-Getriebe, aber wir werden wohl nur den 4. Gang brauchen bis zur Topspeed. Der 5. wird dann ein Spritspargang sein tatsächlich, wenn ich mir das so anschaue. Aber ja, wir sehen hier auf jeden Fall den krassen Vorteil. Ich komme halt überall geschmeidig Vollgas rum. Das ist richtig nice auf jeden Fall mit dem Wagen. So, es sind ja auch, ja, nicht mal unbedingt im Windschatten. Das ist ein Windloch, was wir hier gerade haben. Oh Gott. Ja, das willst du halt nicht machen mit dem Lotus. Oder allgemein mit einem leichten Wagen, weil das wird dich ein bisschen Speed kosten auf jeden Fall. By the way, ich werde in der Folge heute noch nicht das Fazit ziehen zur Serie 28. Das werde ich erst dann machen nächste Folge, wenn wir den Ferrari 512S noch ausgefahren sind, weil das ist dann der letzte Wagen auch aus Serie 28. Und dann, wie gesagt, ziehe ich ein Fazit zu den Fahrzeugen oder allgemein zum Update eben, primär halt zu den Fahrzeugen, weil außerhalb von Fahrzeugen ist, glaube ich, nicht wirklich viel reingekommen dieses Mal, wenn mich nicht alles täuscht. Nein. Nice. Immerhin den zweiten nochmal gerettet. Sehr gut. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, gut, den ersten leider nicht ganz bekommen, aber gut, ist halt so. Dann, ja, würde ich sagen, werden wir den 340R jetzt auf die Teststrecke ausfahren und mal schauen, ob die mangelnde Topspeed ihn so sehr ausbremst, wie ich das vermute, oder ob er mich doch, wie der 211 schon, eher positiv überrascht. So steht der 340R an der Startlinie und fährt dann los. Und ja, was wir instant merken, Alter, eine Gedenksekunde beim Schalten. Uiuiuiui, also das ist kein gutes Getriebe auf jeden Fall, aber naja, so ist es halt. Beschleunigung erstmal nicht schlecht, bis Tempo 200, das muss man echt sagen, also das ist halt auch der Vorteil von einem Leichtbau, dass die Beschleunigung unten raus halt auch bei geringer Leistung auf jeden Fall sehr, sehr gut ist, da kann man nichts gegen sagen. Auch die Kurvenlage hier, die ist natürlich wie von einem Lotus zu erwarten einfach insane. Also, es ist am Ende des Tages ein, wie gesagt, 600 Kilo Fahrzeug. Wir haben vor kurzem mit dieser Serie den GMA T50 ausgefahren mit 900 Kilo, was schon ein extremes Performance-Monster war. Und das hier ist gerade mal zwei Drittel von dem Gewicht, also das ist schon echt nicht schlecht. Das ist richtig, richtig stark und da macht er dann auch wirklich viel Spaß zu fahren. Man muss jetzt fairerweise sagen, diese Strecke hier ist keine, die den Stärken des Lotus krass gegenübersteht. Oder einhergeht damit. Ich denke mal, er wird vor allem sehr krass sein auf langsamen Strecken, auf ja wirklich Kartstrecken fast schon. Mit vielen engen Kurven auch, wo du halt Beschleunigungsabschnitte hast, aber nicht so viel Topspeed brauchst. Weil die Topspeed ist das, was ihn ausbremst, auf jeden Fall, muss man sagen. Wenn wir hier halt über ja die halbe Gerade fast schon Tempo 200 halten, dann ist das Handling zwar sehr geil, was er hat, aber für die Strecke hier in der Form nicht notwendig. Ein bisschen weniger Handling, ein bisschen mehr Power für diese Strecke hier wäre auf jeden Fall in einer deutlich besseren Zeit am Ende dann resultiert, muss man eindeutig sagen. Aber trotzdem ein Vorteil, den das Ganze hier hat, dass er, wie gesagt, super gut einlenkt, dass er super ruhig liegt. Auch auf der Bremse wirklich super ruhig und stabil ist. Selbst wenn wir uns hier ja aus der Kurve raus in eine andere Kurve reinbremsen, also die ganze Zeit im Lenken sind,
Der Vorteil ist einfach, du kannst die Zeiten, die du mit ihm hast, insane konstant fahren einfach. Weil du keine Sorge haben musst, dass der Wagen irgendwo ausbricht oder sonst irgendwas oder anfängt zu untersteuern. Das hat der einfach nicht. Das ist wirklich ein sehr neutrales Fahrverhalten, kann man sagen. Und du musst ihn halt auch nicht wirklich pushen, um gut um die Kurven zu kommen. Absolut nicht. Also er fährt hier wirklich ohne Mühe, ohne großen Aufwand, perfekt um die Kurven rum. Und das ist echt verdammt stark. Also rein von der Performance her, von der Kurvenlage her, potenziell das stärkste Fahrzeug in der B-Klasse bisher. Muss man sagen. Wir kommen mit 204 km/h über die Ziellinie. Setzt eine Zeit von 2:47.341. Und ja, irgendwie ein bisschen überraschenderweise ist damit das dann der erste Wagen in den 2:47ern und auch 2:48ern, aber noch keine einzige bisher gehabt. Das ist spannend. Er ist auf jeden Fall am oberen Ende der B-Klasse. Es gibt aber dann doch einige Fahrzeuge, die ein gutes Stück schneller nochmal sind, über eine Sekunde teilweise. Es kommt einfach durch die Power, die ihm oben raus ausgeht. Die Kurvenlage, wie gesagt, die hilft ihm zu einem gewissen Maße. Im ersten Sektor wird er extrem stark sein, also im ersten sehr technischen Abschnitt. Potenziell der schnellste Wagen in der B-Klasse sogar bisher. Aber ja, wenn die Topspeed halt bei 200 hängt, während andere da vielleicht 230, 240 fahren, über eine längere Zeit, dann hilft dir halt das ganze Handling auch nichts auf der Teststrecke hier. Deswegen für, das muss ich ehrlich sagen, für die geringe Topspeed eine wahnsinnig starke Zeit. Also da merkst du erstmal, wie krass das Handling wirklich ist. Aber wie ich schon angesprochen habe, auf der Teststrecke definitiv keine idealen Eigenschaften. Das muss man eindeutig sagen. Vielleicht können wir was dran ändern. Wir gehen zum Tuning. Und ich bin jetzt gespannt, was überhaupt so alles geht. Wir haben Motorswaps auf einen BMW 6-Zylinder. Oder ein Turbo Ready. Wir bleiben aber beim Standardmotor. Wir können ihn Turbo aufladen oder mit einem Zentrifugallader ausstatten. Aber wir bleiben beim Sauger, würde ich sagen. Dann haben wir noch die Möglichkeit, okay, hier vorne. Warum gibt das LI dazu? Das ergibt irgendwie wenig Sinn. Ja, gut, wir kriegen mehr Topspeed damit raus. Ja, okay, nevermind, das ergibt Sinn. Wir kriegen da wahrscheinlich deutlich mehr Topspeed insgesamt. Ja, okay, deutlich nicht. 5 km/h ungefähr. Beziehungsweise 3 sogar nur hier im Spiel. Durchzug auf der Gran wird halt deutlich krasser sein. Aber ja, für das, was wir jetzt hier machen wollen, ist das ungeeignet auf jeden Fall. Die Lippe hinten, die ist ganz schick, finde ich. Also die kann man drauf machen, wenn man will. Wow. Hat was auf jeden Fall, hat was. Ich mache es jetzt mal nicht, weil ich denke nicht, dass wir es brauchen werden. Dann haben wir Sportreifen schon drauf. Bei denen bleiben wir mal. 195er vorne auf 215er. Und hinten 25 auf 45 definitiv. Machen wir mal. Ja, also Getriebe war von den Schaltzeiten eine Peinlichkeit. Das muss man natürlich sagen. Wir gehen sogar, würde ich sagen. Ja, wobei wir bleiben beim Renngetriebe doch. Die Schaltzeiten müssen runter. Ich wollte auf Sportgetriebe gehen, um bei 5 Gängen zu bleiben. Aber 1,4 Zehntel Schaltzeiten runternehmen ist eine feine Sache auf jeden Fall. Okay, das ist interessant. Die Bremsen haben sich sehr gut angefühlt. Klar, der Wagen ist leicht. Deswegen, dass der Wagen bremst, ist, also dass der Wagen gut bremst, ist keine Überraschung. Das ist auch tatsächlich der Grund, wieso Leichtbau so die einfachste Methode ist, Performance aus dem Wagen rauszuholen. Weil du verbesserst das Handling, du verbesserst die Beschleunigung, du verbesserst das Bremsverhalten. Das einzige quasi, was du nicht verbesserst, ist die Topspeed. Jetzt ganz, ganz simpel runtergebrochen. Also, das ist richtig, richtig stark auf jeden Fall. Aber ja, wir gehen trotzdem auf Rennbremsen natürlich. Rennfahrwerk haben wir schon. Sehr schön. Ja, steig ich denn mal mit? Überrollkäfig haben wir doch schon. Ah, nee, so einer jetzt. Der sieht sogar gar nicht so doof aus, finde ich. Ich lasse jetzt mal weg, weil ich den wir gerade haben, schon echt ganz gut finde. Ja, und wollen nochmal mehr Gewicht rausnehmen, klar. Ja, aber das ist ganz cool, der Überrollkäfig. Okay, ja, Motorsound ändert sich nichts. Leistung, ich würde ihm gar nicht so viel geben wollen tatsächlich. Ich würde ihm vielleicht die Nockenwelle noch geben.
das ein bisschen höher dreht und dann war es das eigentlich schon. Ich meine schon, gut, das sind jetzt auch fast 60 PS, die wir drauf gemacht haben. Reifen, passen wir mal ein bisschen an direkt. So. Was haben wir denn Lackierungen? Strong. Hat was. Ne, haben wir irgendwelche schicken Designs eventuell? Ja, Gulf Livery, klar. Natürlich John Player Special. Kennt man. Okay, das wäre halt, das wäre so wild und dumm einfach nur. Die haben alle noch dieses weiße Element an der Seite. Ist das immer so gefärbt? Ah, Tatsache, man kann scheinbar das weiße Element an der Seite nicht einfärben. Faszinierend. Okay, nee, ich würde aber tatsächlich mal in eine Custom-Farbe reingehen. Und würde mal gucken, dass ich mir jetzt hier so ein etwas helleres Blau vielleicht mal hin design, so ein Blau-Türkis, sowas in die Richtung. Dass wir so ein bisschen in die Richtung von meiner Rosalina-Lackierung wieder gehen, nach so Ryzen 4. Und da, finde ich, ist der Farbton sogar ganz gut getroffen. Instant hier. Vielleicht im hellen Bereich nochmal ein bisschen Farbe rausnehmen sogar. Dass nochmal ein bisschen mehr Türkis wirkt. Ja, finde ich nice. Nehmen wir. Da sind wir doch jetzt wieder nostalgisch unterwegs. Würde mich jetzt mal interessieren, hat jemand damals die Mario Kart-Folgen gesehen, wie sie veröffentlicht wurden in Horizon 4? Sind da noch Leute von da? Weil ich weiß halt auf jeden Fall, es gab damals echt halt auch ein paar Namen, die waren immer in den Kommentaren dabei. Die mittlerweile leider nicht mehr da sind. Das ist ein bisschen schade, aber klar, hey. Ist ja nur logisch am Ende des Tages. Nee, aber würde mich echt mal interessieren, wer davon noch da wäre. Schöner Sprung ins Dorf rein oder in die Stadt. Ja, ich habe mir gedacht, wir fahren mal ein paar Rennen lieber nach Hatto, weil ich glaube, da ergibt der meiste Sinn tatsächlich. Ihn hier mal auszufahren. Seit ich dieses Dunkelblaue zum Interieur gesehen habe, sehe ich, ich kriege das nicht weg. Ich sehe das immer. Das sticht komplett heraus. Auf dem Vorschaubild. Ja, es ist irgendwie... Ich bin nochmal gespannt, wie es mit Lotus weitergeht tatsächlich. Ich glaube ja, soweit ich weiß, Lotus ist immer noch unabhängig. Ich glaube, der Vorteil, den Lotus hat, ist, dass sie einfach mit vielen verschiedenen Marken immer zusammenarbeiten können, weil sie halt einfach technisch ganz anders denken als viele andere. Was ja viele nicht wissen, als Beispiel die Corvette C4Z1, der Motor ist von Lotus überarbeitet worden, als Beispiel. Da gibt es immer wieder mal verschiedene Kooperationen, sag ich mal. Und ich glaube, sie sind noch unabhängig. Also noch nicht von irgendeinem Konzern oder so aufgekauft. Die Frage ist halt, wie es weitergeht mit Lotus, weil... Ja... Ob die Richtung, wie die Marke sie aktuell einschlägt, gut ist, weiß ich nicht. Verkaufstechnisch wahrscheinlich schon, schätze ich mal. Aber ja, für die Historie der Marke natürlich nicht so geil. Und dann ist halt die Frage, inwieweit hängt bei Lotus die Historie der Marke und der Spirit der Fahrzeuge, der damit einhergeht, zusammen mit den Verkaufszahlen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das sich weiterentwickelt. Allgemein glaube ich tatsächlich, es könnte sein, dass wir über die nächsten 10 Jahre ein paar Marken verlieren werden. Buick als Beispiel, würde ich da mal nennen, Lincoln eventuell, Lotus. Sehe ich da tatsächlich auch, muss ich sagen. Bin gespannt. Ich hoffe es nicht natürlich. Es sind alles gute Marken. Aber ja, es kann halt sein, dass einige Marken den Sprung in die nächste Ära des Automobils leider nicht schaffen werden.
Das ist durchaus möglich. Aber ja, muss mal abwarten. Ich meine, das Schöne an Videospielen ist, egal ob die Marke noch existiert oder nicht, die Geschichte der Marke wird ewig weiterleben. So als Beispiel Pontiac ist eine unsterbliche Marke. Die gibt es nicht mehr seit 15 Jahren mittlerweile. Aber durch Videospiele, durch Filme, durch Medien allgemein ist es halt eine Marke, die man einfach niemals vergessen wird. Und wer weiß, vielleicht wird es ja irgendwann mal, jetzt wo der Camaro geendet ist, vielleicht kommt ja der Firebird wieder und der Firebird ist dann quasi der Nachfolger vom Camaro als Elektroversion, wer weiß. Möglich ist es. Ich finde es allgemein echt sehr, sehr schade, dass der Camaro so wirklich komplett still, leise und heimlich eingestampft wurde. Ich habe es auch tatsächlich nur zufällig mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Und habe ja auch schon gesagt, wir werden da wahrscheinlich dann in Zukunft mal im Laufe des Jahres eine Bau-dir-was-Folge machen, in der ich dann einen Camaro ZL1, 1LE wahrscheinlich dann, oder vielleicht auch mal ein ZL1, weiß ich noch nicht genau, wahrscheinlich ein 1LE, mal zum Z28 umrüsten werde. Ich glaube, das wäre eine coole Sache mal, dass wir da, wenn GM uns schon und Chevrolet uns den krönenden Abschluss vom Camaro verweigern, dann müssen wir es selber machen. Aber das wird auch ein bisschen dauern, weil da möchte ich mir auch sehr viele Gedanken machen, wie ich das Ganze denn genau machen kann. Weil das ist ja das Ding bei den Bau-dir-was-Folgen, deswegen dauern die auch ein bisschen länger. Ich mache mir da ja Gedanken wirklich drum, wie würde dieser Wagen real aussehen? Könnte das so Sinn ergeben, ja oder nein? Geht er wirklich auch in die Historie von dem Modell rein? Und ja, deswegen dauert das einfach noch ein bisschen. Aber wie gesagt, im Laufe des Jahres möchte ich das auf jeden Fall machen. Ich muss bei mir sagen, diese Kombination von diesem kleinen, hässlichen Lotus und dann sitzt da jemand drin im Ken Block Outfit. Das ist eine Kombi, die ist sehr wild. Das wäre doch mal eine Kombi. Hoonigan und Lotus. Da habe ich doch was sehen. Ganz ehrlich, ein Evija können sie nehmen. Da kann man, glaube ich, was mitmachen. Mit dem ganzen Drehmoment und so. Why not? Ja, aber das könnte wirklich eine interessante Kombi werden. Aber ich glaube, ich glaube, es gab noch nie. Also gut, sehr mal ehrlich. Wenn du jetzt Hoonigan bist und überlegst, welchen Wagen kann man vielleicht mal dieses umbauen. Klar, du bist zum einen abhängig vom Partner, deswegen haben wir auch wieder Ford beispielsweise gesehen. Beziehungsweise eine Zeit lang sogar fast ausschließlich Ford-Modelle. Zumindest von Seiten Ken Block, der ja dann zu Audi geswitcht ist, kurz vor seinem Tod. Und da ja den Hoonitron gebaut hatte, auch mit seiner Tochter eine Quattro gebaut hatte. Deswegen von Partnern bist du natürlich abhängig, klar. Aber selbst wenn du jetzt quasi sagst, okay, ich will einen krassen Drifter aufbauen, ich glaube, Lotus ist wahrscheinlich eines der letzten Fahrzeuge, wo du dran hängst. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht gerade deswegen auch genau das Level an Verrücktheit, was ganz cool wäre mal wieder. Wäre aus meiner Sicht schon mal interessant, auf jeden Fall sowas zu sehen im Driften mit Lotus. Aber wenn es Hoonigan nicht macht, Entschuldigung, wenn es Hoonigan nicht macht, muss ich da vielleicht selber machen. Mal schauen, mal schauen. Ich weiß nicht, wieso ich da gerade Grip verloren habe, by the way. Sehr weird irgendwie. Alter, krass halt, wie ich wirklich in den langsamen Abschnitten ranfliege. Auf der Geraden keine Chance gegen die MGs hier um mich rum. Aber sobald es halt echt in die Kurve geht, handelt mir auch nicht da auf. Das ist insane. Aber ja, sehr, sehr stark auf jeden Fall dieses Auto. Also wie gesagt, was Kurvenlage angeht, insane. Ich würde sogar sagen, ich habe ihm jetzt sogar ein bisschen zu viel Leistung gegeben.
weil wir doch jetzt manchmal so leichtes Übersteuern haben. Oh ja, hier vernehmen wir auch den Bogenvertrag, dass ich glaube, für die Leistung, um die so zu handhaben und eben in der Performance in dem ähnlichen Level zu haben, wie wir ihn Stock hatten, dafür bräuchten wir Aerodynamik. Also die Forza Aero. Ich bin nicht davon ausgegangen, ehrlicherweise. Ich hatte gehofft, das vielleicht auch so. Aber ja, ich glaube, ich so 20 PS weniger und dann ist das vom Fahrverhalten her sehr perfekt. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, vielleicht kann ich es noch gewinnen sogar. Mal schauen. Kommt halt darauf an, ob ich hier jetzt ihn nämlich durchsetzen kann. Jawohl. Nice. Easy. Er mag nicht schön sein, aber schnell ist er. Und bei einem Lotus kommt's, finde ich, genau darauf doch an am Ende des Tages. Und sogar eine Rundenzeit von unter einer Minute. Nehmen wir mit. Geil, 40.000 Credits, super. Perfekt, da würde ich sagen, wäre es das mit dieser Ausgabe hier aber gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.